Hallihallo, du lieber Stier, und herzlich willkommen hier in diesen wunderbaren März-Energien für dich. Ich sehe jetzt schon, da ist ganz viel los, ganz viel Schönes los für dich. Ich habe das jetzt ein bisschen anders gemacht, und zwar habe ich hier eine Schutzkarte gelegt. Hier noch einmal das ein Thema, was dich tatsächlich begleitet, und hier, was die geistige Welt noch dazu sagen möchte. Die Rückblätter dazu. Und dann hier noch ein paar Impulse grundsätzlich für diese oberen Themen und dann so ein bisschen den Verlauf im Monat, was wartet jetzt auf dich in der nächsten Zeit, worum geht's, was darfst du da für dich begreifen, was darf gehen, was darf kommen, was will hier gesagt werden für dich. Wunderschön. Das, was man hier jetzt schon sehen kann, ist, dass du dich hier irgendwo, dass du jetzt hier mal schauen darfst, weil du dich irgendwo zurückgehalten hast. Und ich habe das Gefühl, dass das ist aufgrund von alten Schmerzen. Also irgendwo warst du hier in Verbindungen mit Menschen, die dir für deine Entwicklung zwar einiges gebracht haben, aber trotzdem nicht richtig sind für dich. Ja? Und sind deswegen, weil sie noch irgendwie da liegen. Irgendwas schwingt da noch mit, und ich habe das Gefühl, dass das auf jeden Fall wegen dieser alten Verletzung ist. Jetzt kann das natürlich sein, dass das eine Vaterrolle war, dass das ein Partner war, dass das irgendwie irgendeine Person war, ein Chef oder sonst was, wo du ein bisschen an deinem Selbstwert und Selbstvertrauen zu nagen hattest jetzt und noch ein bisschen zu nagen hast, wo du eine Rückhaltung oder eine Zurückhaltung daraus für dich als Strategie entwickelt hast. Und jetzt geht's aber darum, dass du diese Zurückhaltung siehst für dich und dich ganz klar dazu entscheidest, das ist jetzt nicht für mich, sondern ich gehe jetzt wirklich, ich breche jetzt hier auf und lass quasi diesen alten Tiefpunkt, wo ich mich zurückgehalten habe, wo ich nicht an mich geglaubt habe, wo ich gedacht habe, dass ich vielleicht besser ankomme oder besser bin, wenn ich mich an manchen Stellen kleiner mache, unsichtbarer mache, wie auch immer. Ja, das bricht jetzt auf, und da gehst du jetzt wirklich in deine große Kraft. Ja, weil das war etwas, das hat dir einfach Kraft genommen. Die Zurückhaltung, wir haben es ja doppelt drinnen liegen. Ja, das hat dich im Endeffekt in komische Gedanken gebracht, in Sehnsüchte gebracht. Ja, hat dich immer wieder sehnen lassen nach wen? Ja, und zwar nach dir, weil du ja nach hier nicht in deiner wunderschönen Figur warst. Und du hast hier tatsächlich immer wieder Selbstzweifel gehabt aufgrund von alten Verletzungen. Und das geht aber jetzt raus, weil wir sehen hier als Schutzkarte, du hast die Komplimentation, du holst dich jetzt selbst ins Boot und heißt dich jetzt willkommen und trittst gleichzeitig ein in Wohlstand, Reichtum und Fülle. In deiner Mitte offenbaren sich der Segen und die Fülle des unendlichen göttlichen Lichts. Und das, was ich hier bei dir spüre, so wunderschön, trau dich, fürchte dich nicht. Ja, der Halsbereich schlägt an. Das ist einfach so ein altes Muster, was da drinnen ist, hat zu tun mit tiefen Gefühlen, die verletzt wurden. Ja, und was dabei jetzt kommt, wo du immer wieder auf der Suche nach dir warst, wie wenn du dich verloren gehabt hättest, irgendwo. Ja, und das, was aber jetzt kommt, ist, du erinnerst dich. Ja, und du erinnerst dich vor allem an deine wunderschöne Power. Du erinnerst dich an deine Königlichkeit. Du erinnerst dich an deine Krafttiere. Du erinnerst dich an deine Stärke, du erinnerst dich an deine Fähigkeiten, an deine Begabungen, du erinnerst dich, was du für ein wundervoller, wunderschöner Mensch bist, und du erinnerst dich vor allem an die Kraft deiner Liebe. Und genau dadurch kommt diese Gnade jetzt für dich hinein. Ja, du darfst wirklich du selber sein, und das lernst du jetzt, und damit geht diese Verletzung raus. Ja, du lernst wieder zu fühlen und deine Antennen hochzustrecken. Auch wenn du vielleicht dazwischen nichts siehst, kommst du jetzt tatsächlich an in dein Glück, kommst du in deine Fülle und in deine Anziehungskraft an, weil du dich jetzt auch nicht mehr bindest an Dinge, an Situationen oder an Umsetzungsenergien, die nicht deine sind oder wo du für andere umsetzt, ja, und gehst jetzt wirklich nach deinem Kompass und lässt somit, gehst jetzt in die Ernte und lässt somit jetzt diesen alten Schmerz tatsächlich aus. Wunderschön. Das heißt, du richtest dich jetzt hier nach deinem Seelenplan aus, ja, weil wir hier auch ganz, ganz stark sehen, es geht jetzt darum, dass du dich selbst versorgst, dass du deine Weisheit wieder in dir annimmst, dass du ruhig wirst in dir, um dich zu spüren, um dich wahrzunehmen, und dass du dich wieder entdeckst in all deinen wunderschönen, in deiner wunderschönen Pracht. Ja, und hier sagt die kosmische Welt auf jeden Fall, sehe das Licht, indem du am Boden bleibst, bleib bei dir, und ich habe vorher die Karte umgedreht, bleib dir selbst treu tatsächlich hier, und flüchte nicht vor dir, flüchte selbst nicht vor dir, und lass dich hier auch diese Wächterin, der Wächter des Lebens sein, der jetzt für sich selbst bestimmt und die Zügel für sein Leben selbst in die Hand nimmt und sich durch solche
alten Untreuen, sage ich einmal, nicht mehr das Ruder wegnehmen lässt, sondern jetzt sagt, okay, das ist passiert, das war alles. Ich spreche die Wahrheit aus. Es war für mich nicht angenehm. Es war jetzt nicht, was weiß ich, was alles, was da jetzt kommen will. Ja, aber ich lasse dieses alte Kleid jetzt aus, weil ich für mich meine Gnade, meine Höhe, meine gute Frequenz finden will, weil ich mich leben will, weil ich meine Fähigkeiten und Begabungen jetzt wirklich nach draußen strahlen will. Und da lasse ich Frieden in mich hinein und halte mich nicht mehr zurück. Ich mache mich nicht mehr klein, sondern ich gehe jetzt wirklich in die Verantwortung, mein Glück, mein Wohlstand, meinen Reichtum, meine Fülle auf dieser Erde zu leben. Wunder, wunderschön, du lieber Stier. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das jetzt ein schneller, schöner, transformativer, atemberaubender, ja, Zustand wird, wo du einfach wirklich die Tiefen deines Herzens erkennst und die Liebe aus dir jetzt verströmen lässt, weil die Erde sich danach sehnt und dich braucht. Bis dann. Baba.